Unser nächster Redner ist Clemens Joost von der Linksjugend Solid. So, liebe Demonstrantinnen und Demonstranten, wie ihr schon gehört habt, ich bin Clemens Joost und einer der Landessprecher der Linksjugend Solid NRW. Ich freue mich, heute hier sprechen zu können. Und es ist richtig und nötig, dass wir heute alle hier sind und zeigen, dass es auch auf dem Land und auch während einer Pandemie in NRW keine Rückzugsräume für Rechte und Rassisten gibt. Die letzten Jahre haben gezeigt, wie wichtig der Protest gegen die AfD ist. Mutige Antifaschistinnen und Antifaschisten haben sich den Rechten in den Weg gestellt, wo auch immer sie aufgetaucht sind. Gemeinsam haben wir den rasanten Aufstieg der AfD gestoppt. Doch langfristig wird nur Protest nicht reichen, um die AfD wieder aus den Parlamenten und ihren Rassismus wieder aus den Köpfen der Menschen zu drängen. Wir müssen uns fragen, wieso haben rechte Hetze und Rassismus einen so fruchtbaren Boden in unserer Gesellschaft gefunden? Warum haben so viele Menschen jegliches Vertrauen in unsere Demokratie verloren? Der Grund dafür liegt in über 20 Jahren neoliberaler Politik, die von verschiedensten Parteien mitgetragen wurde. Eine Politik, die Ausbeutung von Mensch und Natur zulässt, nur um Profite zu sichern. Eine Politik, die anstelle von Solidarität und Menschlichkeit die Konkurrenz unter uns fördert. Das alles mit dem einzigen Ziel, wenige noch reicher zu machen, während viele in Armut leben müssen. Die Wut, Enttäuschung und Angst der vielen Verlierer dieser Politik ist die Grundlage für den Erfolg der AfD. Daher darf der Kampf gegen die AfD nicht nur der Widerstand gegen Recht sein. Langfristig gewinnen wir nur, wenn wir zusammen für eine solidarische Gesellschaft kämpfen. Dafür braucht es eine soziale Wende und grundlegende Veränderungen in der deutschen Politik. Nicht die Interessen der Reichen und Konzerne, sondern die Bedürfnisse der hart arbeitenden Mehrheit in diesem Land muss endlich wieder im Mittelpunkt stehen. Wir müssen für einen fairen Mindestlohn, bezahlbaren Wohnraum, armutsfeste Renten und gute Bildung für alle kämpfen, damit die Menschen das Vertrauen in unsere Demokratie zurückgewinnen. Dass die gut bezahlte Stimme der Lobbyisten in Berlin immer mehr gilt als die der Wählerinnen und Wähler, muss endlich enden. Nur durch eine ehrliche, faire und soziale Politik werden wir den rechten Hetzern langfristig den Boden entziehen können. Dankeschön.